Willkommen, liebe Zuschauer, zu Spirit, Leben mit Stil. Gott ist tot, sagte nicht nur Nietzsche, sondern sagen auch viele Familien heutzutage und blenden Gott aus der Erziehung aus. Ist das richtig? Inwieweit soll Religion in der Familie eine Rolle spielen? Das ist heute unser Thema. Der Mensch strebt mit seinem ganzen Wesen eine höhere Ebene an. Dass eine religiöse Dimension im Menschen natürlich ist, zeigt sich daran, dass kleine Kinder auch ohne religiöse Vorbildung Fragen in diese Richtung stellen. Zum Beispiel gehen sie der Frage nach Gut und Böse nach und warum man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man gelogen hat. Nur ungern geben sie sich mit fadenscheinigen Erklärungen oder Ausflüchten zufrieden. Der Zeitgeist hingegen weht in eine ganz andere Richtung. Er spricht von vollkommener Gewissens- und Entscheidungsfreiheit und ist gegen jede Art von Einschränkung durch Rücksichtnahme oder moralische Regeln. Man soll tun können, was man will. Es zählt nur, was Geld und Genuss bringt. Wieso aber hat man nicht den Eindruck, dass Menschen ohne die moralische Zwangsjacke glücklicher sind? Warum wirken sie eher einsam, verhärmt und unzufrieden? Je älter man wird, umso mehr entdeckt man die eigentliche Sinnlosigkeit seines Lebens. Wofür habe ich gelebt? Warum wollte ich früher meine Zeit nicht für jemanden opfern? Wer wird sich jetzt, da ich gebrechlich bin, um mich kümmern? Ein schönes Leben kann ich nicht mehr weiterleben. Was bleibt mir noch zu tun? Religion in der Familie. Zu diesem Thema haben wir ein Elternpaar eingeladen, ein katholisches Elternpaar, das 10 Kinder großgezogen hat und in dem Religion eine große Rolle spielt. Ich begrüße herzlich Martin und Jürgen Liminski. Frau Liminski, die Horrorszene der Mutter, sie sitzt mit dem 2-jährigen Kind in der Kirche, mitten in der Messe beginnt das Kind zu schreien. Was passiert? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man wünscht sich in dem Moment, das Kind wäre früher eingeschlafen. Oder die zweite Möglichkeit, man hätte das überhaupt nicht mitgenommen. Das wünschen sich wahrscheinlich mehrere in der Kirche. Aber die dritte Möglichkeit, also dass man es einfach aufhebt und tröstet, ebenso wie, so wie Gott uns auch öfter tröstet und dass er diesen Trost erfährt. Und ich habe auch mal die Versuchung gehabt, also rauszulaufen aus der Kirche und die Mitbewohner zu entlasten, wo bis ein älterer Pastor mir sagte, nee, bleiben Sie doch bei mir. Gott hat sich auch dieses Kind auch schreiend gewünscht. Und das hat mir also einen Riesenstein vom Herzen genommen. Wenn Sie den Rückhalt von dem Priester haben. Von dem Priester. Nun hat man diesen Rückhalt nicht immer. Es gibt Gemeinden, wo Priester der Ansicht sind, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter gar nicht in die Kirche gehen sollten. Was halten Sie davon? Gar nichts. Ich absolut nichts. Gehören dahin. Kinder gehören, lass die Kinder zu mir kommen, hat Christus gesagt. Und natürlich gibt es Situationen, die wir auch erlebt haben, wenn man mehrere Kinder hat, ja, bekommt man wenig von der Messe mit. Aber die Kinder bekommen doch eine ganze Menge mit und wissen zumindest, das ist wichtig, da passiert was, das ist auch den Eltern wichtig. Und manchmal kann man es sich auch nicht aussuchen, ja? Wenn man am Sonntag, wenn man in einem Ort wohnt, wo es am Sonntag nur eine Messe gibt und Sie haben 5 oder 6 kleine Kinder, vielleicht auch nur 3, ja? Reicht ja auch schon, ja? Und gehen dann mit in die Messe und es ist klar, dass sie nicht alle brav auf der Bank sitzen und die Hände so halten, sondern dass sie sich bewegen, dass sie vielleicht was lesen wollen, dass sie mitsingen wollen und auch nachsingen, nicht wahr? Und das ist ja alles sehr schön und wenn dann sich jemand beschwert, dann muss man im Notfall, denke ich, auch mal was sagen. Ich erinnere mich an eine Messe, wo wir waren am 27. Dezember
Tag der unschuldigen Kinder. Aber ich sage, jetzt gehen wir mit den Kindern in die Messe. Und hatten damals 4 oder 5 dabei und waren ein bisschen unruhig in der Bank. Ne? Und hinter uns, 2 Reihen hinter uns, waren ältere Leute, die merkte so, der Pegel stieg und so. Und dann sagten die, ja, müssen die überhaupt die Kinder hier sein? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, entschuldigen Sie, wenn die Kinder nicht hier sind, ja, sind sie später vielleicht auch nicht hier. Und vielleicht können Sie sich auch eine andere Messe aussuchen, wo keine Kinder sind. Ja, gibt ja genügend heute. War ehrlich gesagt nicht nett von meiner Seite, ja, aber ich bereue es trotzdem nicht. Kinder gehören auch in die Messe. Das ist auch eine Erziehung, die müssen auch lernen, auch das Erfahren. Lernen, es ist das falsche Wort, aber erfahren. Es ist ein Moment, was sehr wichtig ist und wo ich Stille halten kann, wo auch Sammlung stattfindet. Und ich glaube, das ist auch für die Beziehung zu Gott sehr wichtig, dass sie das erfahren. Und allerdings, ich habe auch erfahren, dass zum Beispiel mehrere Leute sich bei uns mal bedankt hatten. Sie haben gesagt, danke, dass ihr den Mut gehabt habt, mit Kindern dazu kommen. Wir haben persönlich dann dadurch den Mut bekommen, unsere eigenen Kinder mitzunehmen. Also es lohnt sich schon, das Beispiel, dass man das für wichtig hält, auch für Kinder. Sie haben die Kinder von Anfang an mitgenommen? Ja. Also von Geburt an sozusagen? Ja, praktisch. Ja. Wenn Sie jetzt gefragt werden, was hat denn so ein Kleinkind davon, von so einer Messe, was antworten Sie dann? Ja, das ist ein Moment, wo es wohl bemerkt, dass seine Eltern ein Moment der Sammlung, eben der intensive das Gebet, das spüren sie. Und das ist auch das Stille gehört, das ist eine gewisse auch Freude und Gemeinschaft. Und all das gehört auch eben zum Bild Gottes und so weiter. Und ich erinnere mich, die Noemi, die man denkt immer, die kriegen nicht mit, was da geschieht. Und die waren ziemlich hinten, um eben ein bisschen die Gemeinschaft zu schonen. Und dann war die Kommunionhelferin, wollte den Diocheisti wieder in den Tabernakel bringen. Und da sagte die Noemi ganz laut, lass ihn doch bei uns, der wollte doch bei uns bleiben. Habe ich mir gedacht, die hat mehr als die ganzen Leute hier von der Eucharistie verstanden. Er ist da. Wenn Sie auf der einen Seite mit den Kindern in die Kirche gehen, wie sieht die religiöse Erziehung bei Ihnen zu Hause aus? Was wird da ergänzend gemacht? Ja, wir haben immer darauf geachtet, dass Glaube kein separater Teil ist, den man sonntagmorgens von 11 bis 12 erledigt. Sondern das Glaube gehört ins Leben oder gar nicht. Ja, also das ist eine Grundsatzentscheidung, die man zu fällen hat. Und die übersetzt sich natürlich auch in gewissen Handlungen, die zum Beispiel im Tischgebet oder zum Beispiel im Abendgebet sollte man nach Möglichkeit mit den kleinen Kindern, solange sie selber noch nicht frei beten können oder auch wollen, üben. Oder auch den Rosenkranz beten. Wenn ich im Auto fahre, längere Strecken und habe ein paar Kinder dabei, dann wissen die, mit dem Alten wird der Rosenkranz gemacht. Also, sagen wir sitzen 2 oder 3 Stunden im Auto, das sind dann 20 Minuten, wo man den Rosenkranz beten kann und sich auch unterhalten kann. Und es ergeben sich dann auch immer interessante Gespräche auch, nicht über den Rosenkranz als solchen, aber vielleicht auch über religiöse Themen. Und wenn man selber seinen Glauben zunächst mal lebt, ja, Zeugnis gibt für das, was man glaubt, ja, dann ist das sozusagen die beste Predigt. Und das übernehmen die Kinder oder es regt zumindest zum Nachdenken an, auch in der Zeit, wo es für die Kinder dann selber zur Frage wird. Wenn sie klein sind, ist es ja noch keine Frage, dann machen sie auch das, was die Eltern machen, weil sie das für gut halten. Also Tischgebet und so weiter. Man muss eben auch sehen, dass sozusagen die Form sich nicht im Formalismus erschöpft. Zum Beispiel haben wir beim Tischgebet
uns mal so eine Reihe, ich glaube, es sind 50 oder 60 Stück, so Kärtchen, nicht wahr? Die gibt es, darf ich einfach mal so sagen, im Verlag von Ursula Zöller. So Kärtchen, Tischgebete, da ist eine Passage aus dem Evangelium und darunter ist das kommentiert. Und das holt man raus, liest das dann vor und das kann man auch reihum geben, sodass nicht jeden Mittag dasselbe Gebet gebetet wird und dann eben so wie im Leierkasten, sondern eben was anderes. Und es hat sich natürlich eingebürgert, dass der eine oder andere das vielleicht ein bisschen verfälscht und so, sodass man auch etwas Interessantes zum Diskutieren danach hat. Ne? Aber ich glaube, das ist, was du sagtest, Zeugnisablege. Aber das für mich, also jedenfalls ein wesentlicher Teil der religiösen Erziehung ist, Glauben erfahrbar machen. Erfahrbar in dem Sinn, dass sie sehen, das ist nicht eine Form oder ein Schmuck, was ich mich anziehe, sondern ich lebe davon. Ich lebe davon, von meinem Glauben. Es prägt, wie ich mich verhalte, wie ich meine Beziehung gestalte, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich zu meiner Arbeit stehe, wie ich zu meinen, sagen wir, Freunde, zu meinen Eltern, zu meinen Kindern, zu meinem Mann. Das prägt das alles. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wo man, ich glaube, man kann nicht religiös erzählen, wenn man selber sich nicht bemüht, um seinen eigenen Glauben, sagen wir, spürbar zu machen. Ein zweiter Punkt, was für mich sehr, sehr wichtig ist in der religiösen Erziehung, es ist so früh wie möglich, sagen wir, den Kindern eine ganz persönliche Beziehung zu Gott zu vermitteln. Es sei durch ein persönliches Gebet die man gemeinsam gestaltet und so, dieses Moment der unglaublichen Intimität am Abend. Abend ist sowieso eine besondere Stunde, aber wenn man eben den Tag nochmal überdenkt, sich bedankt für das Gute, was gelaufen ist, sich entschuldigt für was uns nicht gelungen ist, aber Mut für den nächsten Tag, ich kann mich bessern, ich kann wirklich noch was, ein besseres Kind sein, eine bessere Mutter und so weiter. Und wenn die das erfahren, diese ganz persönliche Beziehung zu Gott, ich glaube, das geht nie verloren. Auch wenn sie sich mal entfernen sollen von, sagen wir mal, mehr das formalistische Seite des Glaubens, das bleibt im Herz und das bleibt für immer, weil das ist eine Liebeserfahrung einfach. Das heißt, Sie haben im Grunde drei Säulen. Die eine Säule sind die regelmäßigen Rituale, wie Beten, Kirchgang. Die zweite Säule ist die persönliche Beziehung zu Gott. Und die dritte Säule ist wirklich der Einbau des Glaubens ins tägliche Leben, in seinem Verhalten. Ja, wobei, wenn ich das ergänzen darf, dieser Einbau oder dieses Zeugnis muss genuin christlich sein, in dem Sinn, dass die Kinder nicht nur Gott erfahren, sondern die Liebe erfahren. Also Gott als die Liebe. So wie Reinhold Ochner das sagt, jeder Mensch ist eine einzigartige Liebesidee Gottes. Und das müssen sie erfahren, indem sie zum Beispiel sehen, Mensch, die mühen sich ab, die bitten mich auch mal um Verzeihung, wenn die Eltern was falsch machen, dass sie das Kind auch, ich habe was falsch gemacht, bitte, ich bitte um Entschuldigung. Das muss man auch mal bringen, aus diesem christlichen Geist heraus. Ja? Und dass sie dann eben sehen, ja, der geht nicht nur beichten oder so, ja, sondern der setzt das auch um in den Alltag, in das tägliche Leben und der bemüht sich. Oder dass sie sehen, wie löst er ein Problem mit den Kollegen? Da sind Kollegen, die ihn mobben oder sonst etwas. Ja. Wie geht er das an? Ist auch da die Liebe mit im Spiel? Ja, das müssen sie, glaube ich, wirklich erfahren. Und dann werden sie auch selber erkennen, ja, ich bin auch eine Liebesidee Gottes. Und es lohnt sich. Es ist schön. Es erfüllt. Es ist wirklich eine großartige Sache und nicht nur irgendetwas, was man mal aus Tradition oder aus kulturellen Gründen oder sonst irgendwie so mitlaufen lässt. Ich glaube, die Annahme des Kindes, wie er ist und einfach diese Annahme ist schon eine Erfahrung Gottes, nämlich wenn er weiß, meine Eltern nehmen mich an, wie ich bin und die haben also sind großzügig in ihrem Liebesbeweis, das ist schon eine Gotteserfahrung. So kann es und viel mehr bei Gott aussehen. Und,
Und ich bin, das ist auch, das vermittelt auch damit die Freiheit der Kinder Gottes, nämlich die besitzen mich nicht, sondern ich bin ein freier Mensch. Ich bin in einem großen Bad der Liebe, wo ich schwimmen kann. Ja? Und das, diese Annahme, und das unterschätzt man zum Beispiel, dass Kinder, die übergeplant und so weiter, und wenn ich das und das habe und erst das Kind, einmal überlegt sich, bin ich mehr wert als das Auto, dass er mich am Schluss der Anschaffung, oder bin ich, ja. Also entwickelt sich die Liebe zu Gott, die Liebesbeziehung zu Gott über die Liebesbeziehung über die Liebe zu den Eltern. Auf jeden die kommt Fall. Zuerst. Jetzt sagen viele Leute, ich möchte mein Kind nicht von Geburt an in eine Religion zwingen, sondern ich lasse das jetzt laufen, und wenn das Kind dann ein gewisses Alter hat, kann es sich selber dafür entscheiden. Ist das auch ein gangbarer Weg? Das zeigt, dass hier Zweifel am eigenen Glauben bestehen. Denn wenn ich überzeugt bin von der Wahrheit meines Glaubens und dass das gut ist, dann will ich dieses Gute auch für mein Kind. Einfach weil es gut ist. Und, oder aber ich bin nicht davon überzeugt und sage, naja, vielleicht will dieses Kind später mal was anderes. Die Freiheit hat das Kind so oder so. In der pluralistischen Gesellschaft, in der wir leben, erst recht. Und deswegen ist es, glaube ich, sogar eher gefährlich, zu versuchen, das Kind neutral zu erziehen. Die Neutralität gibt es nicht. Die gibt es wirklich nicht. Entweder wir erziehen die Kinder oder die Straße macht's. Ja. Es gibt kein Vakuum in der Erziehung, in der religiösen Erziehung auch nicht. Und deswegen ist es ein großer Fehler zu glauben, man könnte ein Kind neutral erziehen und dann irgendwann mal 2-3 Stunden Katechismus lesen und dann sozusagen sagen, und jetzt, wenn du dich frei entscheidest, kannst du auch getauft werden. Das ist sehr gefährlich. Ne? Und man enthält dem Kind etwas Gutes vor. Das ist wie wenn ich einem Säugling sozusagen auch, ich weiß genau, ja, die Muttermilch ist eigentlich besser als die andere Milch, aber die andere Milch ist vielleicht neutraler, also mache ich es erstmal mit der anderen. Das hat nicht Hand und Fuß. Ne? Wenn dein Kind jetzt von Geburt an in der Religion aufgewachsen ist, bleibt es dann immer dabei, oder gibt es auch da Phasen im Leben dieses Kindes, wo es sagt, damit will ich nichts mehr zu tun haben? Gibt es. Das muss es ja auch sogar geben, weil ein erfahrener Priester hat mich einmal in eine Situation, wo ich eben ein bisschen am Verzweifeln war, weil einige eben eher abweisend gegenüber der Religion waren, hat er mir gesagt, ja, die müssen Nein sagen, um wieder Ja zu sagen. Das heißt nicht, dass du das laufen lassen sollst, aber die müssen sich damit auseinandersetzen. So wie der Körper wächst, muss auch der Glauben mitwachsen, sonst passt irgendwie der Anzug nicht mehr. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar für diese Aussage. Das hat mir sehr, sehr geholfen, um diese Glaubenserziehung auch in Etappen zu sehen und nicht alles zu setzen zu wollen, wenn die klein sind, und dann einfach laufen lassen. Es ist so wie die Nahrung. Ich kann bestimmte Dinge erst später essen und die muss ich dann aber essen. Ja. Und in so einer Phase ist es für die Eltern wichtig, dass sie unterscheiden zwischen dem Zweifel und dem Kind selber. Ja, und dass sie eben nicht dass sie sozusagen das nicht identifizieren und dem Kind nicht sagen, ja, weil du nicht mehr glaubst, weil du nicht mehr in die Messe gehst, mag ich dich weniger. Oder auch überhaupt emotional diese Unterscheidung treffen. Nein, wie Augustinus, die Sünder hassen, den Sünder lieben. Und deswegen, die Liebe muss eigentlich noch stärker, noch größer werden, wenn ein Kind vom Weg abkommt. Und es muss merken, ja, der hat mich trotzdem lieb. Ja? Und auch wenn ich jetzt einen anderen Weg gehe, und das ist nämlich die einzige Chance, dass das Kind auch wieder zurückkommt, weil es auch hier wieder Liebe erfährt, ja, und somit Gott erfährt. Dadurch auch die Freiheit richtig erfährt. Also sollte man das Eltern dieses Kontra akzeptieren, sich auf die Diskussion einlassen und dann wirklich auch warten, bis das Kind dann zurückkommt. Sie haben gar keine andere Wahl. Mhm. Ja, ich meine, es ist ja, das Kind ist vielleicht 13 oder 14.
je nachdem, manchmal auch schon früher oder auch erst später, irgendwann kommt die Phase der Glaubenszweifel, wo es dann sagt, ich will jetzt nicht mehr in die Messe gehen, ich möchte sonntags länger schlafen oder weil ich samstags lange weg war und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die man überlegen sollte, mit dem Kind auch besprechen sollte, auch vorher schon vorbeugend besprechen sollte. Auch um zu sehen, ja, hör mal, wenn du samstagabends lange weg bist, es gibt sonntagabends auch eine Messe, vielleicht kannst du vor dem Weg gehen, samstagabends in die Messe gehen, dass man das, dass das Kind selber lernt, sich das auch zu organisieren und die Prioritäten zu setzen. Das ist zunächst wichtig, aber eben sich der Illusion hinzugeben, es ginge alles immer wie bisher, ist gefährlich. Irgendwann kommt und sollte auch kommen in gewissem Sinne der Zweifel, nicht der Zweifel als solcher, sondern die Suche nach Gott und die Authentizität der eigenen Überzeugung, die muss irgendwann kommen. Es darf nicht sein, dass das Kind nur in die Messe geht, weil die Eltern in die Messe gehen. Das wäre schlecht. Ne? Ja, und so wie das Kind auch seine Identität in anderen Bereich, sagen wir, sucht und finden soll, im ganzen emotionell und Intimitätsbereich, auch in Sachen des Glaubens, das muss sein eigenes werden. Da muss eine Entscheidung getroffen werden, die von ihm auskommt. Das heißt nicht, dass in dieser Phase sie alles über Bord werfen, sondern dass wir die Sensibilität eben, also entwickeln, dass, zu sehen, welche Fragen hat er, wo hakt es, was macht ihm unsicher und so weiter. Und allerdings, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass die viel fragen können, die kommen auch von selber, also meistens und haben die Fragen. Und so. Und man muss auch klug sein, zum Beispiel, wenn jemand, ein Kind sagt, so, ich gehe jetzt heute, plötzlich, die Situation ist dann plötzlich da, ne? 5:30, 11:30 ist die Messe, alle beeilen sich, ziehen sich irgendwas an und wollen los und dann sagt der Junge oder das Mädchen, ich habe es mir anders überlegt, ich bleibe hier. Ja, was machen Sie in dieser Situation? Ne? Dann, das ist ja oft so eine. Ne? Dann gut, dann zu sagen, nein, du kommst jetzt unbedingt mit. Oder ja, okay, das, Freiheit ist das absolute Gut, du bleibst jetzt zu Hause. Auch darüber muss man schon vorher nachdenken. Und ich würde in so einer Situation immer empfehlen, erstmal ruhig zu bleiben und zu sagen, tu mir den Gefallen. Komm wegen mir, auch wenn es nicht richtig ist, jetzt nochmal mit. Wir reden dann nachher drüber und am nächsten Sonntag entscheidest du selbst. Mhm. Wenn sie sagen, du bist frei, du darfst bleiben, du kannst machen, was du willst, dann wird, und wir reden nachher drüber, dann wird das Kind nachher natürlich versuchen, sich zu rechtfertigen. Aber wenn es erstmal in die Messe mitgegangen ist, ist das Gespräch offener und freier. Vielleicht geht es am nächsten Sonntag auch nicht mit oder dann wieder nicht mit. Aber vielleicht geht es dann doch mit, weil es freier war zu überlegen und nachzudenken. Man muss auch diese Situationen sich vorher mal gedanklich zu Gemüte führen. Jetzt gibt es noch Kritiker, die weitergehen, die sagen, der Mensch als solches braucht Religion und Gott überhaupt nicht. Kann man auch ohne Gott von Anfang bis zum Ende weiterleben? Ja, das hat es natürlich immer gegeben. Die Agnostiker oder auch die Leute, die Pilatisten sozusagen, die Was ist Wahrheit? Ich glaube, wer ernsthaft nach Wahrheit sucht, der wird Gott finden. Es gibt ein wunderbares Wort von einem Physiker, Heisenberg, der gesagt hat, es sind ja oft Naturwissenschaftler, die leider so denken, und eben dieser Nobelpreisträger in Physik, Heisenberg, sagt, die Naturwissenschaft ist wie ein Becher. Wenn ich anfange zu trinken, werde ich atheistisch, aber am Grunde des Bechers ist Gott. Und die Natur ist so, wie sie ist. Und entweder ich erkenne die Geheimnisse der Natur und sehe darin auch den Schöpfer und komme auf diesem Weg zu Gott, auf dem natürlichen Weg, oder aber ich verneine ihn. Das kann man natürlich auch machen und sagen, ich will nicht. Das ist eben die Freiheit, die wir Menschen haben, zu sagen, ich will ohne Gott leben. Ja, gut, gegen die Freiheit ist selbst Gott in gewissem Sinne machtlos. Ne? Ja, der macht ja. Stopp, ja. Aber wenn die Kinder von vornherein in ein gewisses Maß an Gottes Liebe eingebettet sind, ist es für sie später weitaus leichter, ihren eigenen Weg zu finden, selbst wenn sie mal von der Religion weiter weg sind. Wenn sie einmal die Liebe Gottes, das Feuer seiner Liebe erfahren haben, wirklich auch im Herzen, und das Herz ist ja auch
die Entscheidungsmitte des Menschen, da, wo sich auch der Glaube entscheidet. Ja? Das heißt ja auch, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus ganzem Herzen und dann erst die anderen Dinge, aus ganzem Herzen zuerst. Und wenn man sich im Herzen in dieser Entscheidungsmitte des Menschen, wie Pieper sagt, entschieden hat, für Gott, Gott erkannt hat, Gott erlebt hat, mit ihm ins Gespräch gekommen ist, dann lässt er ihn nicht mehr los. Es kann mal eine Zeit lang verschüttet sein, diese Entscheidung und diese Beziehung. Aber wenn man es mal erfahren hat, die Liebe und das Erfülltsein der Liebe durch Gott, dann, ich glaube, dann ist es ganz schwierig. Und man kann dann durch das Leben, durch den Alltag, durch die vielen Dinge, die man zu tun hat und vielleicht mal eine Zeit lang ohne Gott leben, ja, aber so spätestens ab 50, 60, ja, dann fängt man wieder an nachzudenken, wenn sozusagen der Horizont näher kommt und man sich sagt, naja, irgendwann ist dieses schöne Dasein ja auch mal zu Ende oder auch das Unschöne. Und wenn man dann an den Tod denkt und das darüber hinaus, und das zeichnet uns Menschen ja aus, dass wir darüber hinaus denken können, dann kommt die Gottesfrage unweigerlich wieder auf. Ne? Und mit der Gottesfrage die Selbstfrage, die eigene Identität. Ne? Familie Liminskich, danke für das Gespräch. Gott ist nicht tot, sondern Religion ist ein wichtiger Bestandteil in einer Familie und sollte auch gepflegt werden. Vielen Dank fürs Zusehen.